Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer, der... Ach, Alarmstufe Rot. Ja, Alarmstufe Rot auf Seiten der Alliierten. Ich wollte gerade schon wieder aus lauter Gewohnheit hier der Tiberium-Konflikt sagen. Aber, ja, liebe Leute, Mission 5C geht weiter. Der hat hier seine Patrouille, die rastet da ganz schön aus, muss ich sagen. Und, genau, wir hatten beim letzten Mal tatsächlich die dritte Alternativmission mit Tanjas Geschichte angefangen. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir den Kram doch jetzt einfach mal weiter. So, dann würde ich sagen, baue ich einfach mal Einheiten. Und, ja, ach, was freue ich mich, dass ich wieder Alarmstufe Rot spiele. Ja, das gute alte Red Alert, Leute. Bratz, bratz. Mit den kleinen Geräuschen. So, wir können tatsächlich Jaks bauen, Leute. Das werde ich auch machen. Vier Flugfelder werde ich hier hinklatschen. Oh, was war's? Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Ultrasammler, komm mal heim. Komm mal rein, los. Boah, ihr seid ja geweiht hier. So, alles klar. Überfahr die Männchen einfach. Ach du Scheiße, ach. Es gibt eine Sache zu sagen, tatsächlich, liebe Leute. Ich habe Avira deinstalliert. Ja, liebe Leute. Tatsächlich, weil Avira ist mir so oft in den Piss gegangen. Immer mit diesen Hängern. Am Anfang einer Aufnahmesession. Deshalb habe ich jetzt das Avira deinstalliert. Einfach, weil ich es kann. Ne? Und genau, da haben wir jetzt unsere vier Jaks, mit denen könnten wir theoretisch... Was hat der jetzt hier vor? Was hat der jetzt hier vor? Der will doch meine Männchen, ja gut. Ja komm, dann... die redet ja schon hin, ja. Und genau, würde ich sagen, nehme ich ihm hier mal mit meinen Fliegern. Nimm die Waffenfabrik weg, kommt. Kommt, nimm dir mal die Waffenfabrik weg. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schade. Alter, was? Was zur Hölle? Boah, das ist ja gemein, ey. Das ist ja mies. Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aua, meine Jack. Oh, Gottes Willen, ey. Ich sollte vielleicht einen Flammenturm da aufbauen. Das wäre keine schlechte Idee, aber ich habe kein Geld mehr. Mach mal Pause hier. Es liegt einfach daran, weil ich hier halt auch die ganzen Einheiten habe. So, und dann den und den reparieren und hier noch allen bauen. Wartet mal. Puh. Nicht schlecht, Kollege. Nicht schlecht, Kollege. Ach Quatsch, mach doch Pause hier. So. Und ja. Liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, beim guten alten Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier die letzten Nachholmissionen quasi machen. Und, genau. Es hängt trotzdem noch leicht. Aber nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Was ist denn hier jetzt passiert? Keine Ahnung, was das jetzt gerade war, Leute. Ich bin auf einmal auf dem Desktop gelandet, warum auch immer. Naja, gut. jetzt kann es dann ja auf jeden Fall weitergehen. Und der ist hier... Nee. Ach, toll. Na gut. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich werde mit diesem Panzer hier einfach mal ein bisschen erkunden fahren hier. Was hat er denn hier? Zwei Männchen da. Hat ich Blatt. So. Und ja, liebe Leute, an diesem Sonntagabend nehme ich mal wieder auf hier. Schon fast klassisch, ne? Und, oh, da sind Edelsteine. Oh mein Gott, da sind Edelsteine, die werde ich mir holen. Sammler, komm mal her. Ich brauche die Kohle da. So, der versucht hier irgendwas zu machen. Überfahr die, komm. Den auch am besten überfahren hier. Schön überrollen. So, perfekt. Komm, kipp Wasser drüber.
Sehr schön. Dann kannst du ja von hier aus da drauf ballern. Genau, dann such du dir die Edelsteine zusammen. So, perfekt. Alles klar, liebe Leute. Und, ach, nee. Hör doch auf. Hör doch auf. Um Gottes Willen, ey. Nee, 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 nix. Da. Ach, Gott sei Dank. Puh, okay. Oh, meine Fresse. Der kommt hier gerne hier unten links angeschissen, ne? Hab ich das Gefühl. Und hat's auf beide Sammler abgesehen, aber schau ich das an. Das reicht doch schon voll aus fast, ey. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Und dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Und was macht er jetzt mit seinen Raketenwerfern da? Das ist interessant. Ja, dann komm, dann. Mach die im Arsch da, komm. Bam. Mit den Jacks schaffen wir das. Und bam. So. Wunderbar, liebe Leute. Und ja, so viel hat er ja jetzt nicht mehr, ne? Der hat ja jetzt echt nur noch dieses kleine Stückchen da. Was da noch an Basis ist. Ansonsten hat er ja eigentlich echt fast nichts mehr, würde ich sagen. Gut, dann baut nochmal die 5 Kampfpanzer. Und ich würde sagen, wenn die dann durch sind, ich glaube, dann können wir auch schon angreifen gehen nach 5 Minuten. Jawohl. Leute, sehr gut. Oh, ja, wie gesagt, Leute, Sonntagsabendsaufnahme hier wieder mal. Ganz klassisch. So wie ich es immer mache. Beziehungsweise fast immer, ne? Wochenende ist dann wieder vorbei. Ist einfach so ein cooler Abschluss des Wochenendes, jetzt mit Command & Conquer aufnehmen. So, da kommt er wieder mit irgendeinem Scheiß angeschissen. Bam. Und den hier direkt weg, wenn noch. So, perfekt. Und ihr könnt da bitte noch hier helfen. Bam. Sehr gut. Aua. Ja, komm, den kriegt ihr aber. Den Russenpanzer kriegt ihr. Doppelgeschoss, ey. Ja gut, weil ich kann die ja auch bauen. Ne? Also von daher so unfair ist das ja nun nicht. Jetzt hört doch mal auf. Mach den da im Arsch so. Der nervt mit seinen Manneken. Habe ich das Gefühl. Ach du Scheiße, okay. Ich nehme mal meine Armee hier. Und unterstütze hier mal ein bisschen. Babam, hier so. Sehr schön, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, heizen wir den mal ein bisschen ein. Das hier ist Team 1, die Raketenwerfer sind dann Team 2 und die Flugzeuge sind dann Team 3. Okay, wie war das doch mal? Genau, erstmal mit der Kampfpanzer hier voran marschieren. Marschieren und die Einheiten platt machen. So, genau, dann auf den Sammler. Bam. Bam. Alle nacheinander wegmachen hier. So. Da kommt jetzt mit den Einheiten an. Viele Manneken vor allem. Das heißt, das ist ein Job für die Raketenwerfer. Wie soll ich das sagen? Bam. Sehr geil. So. Liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Genau. Das ist der Sammler von ihm. Bam. So, Leute. Oh, die funktioniert. Warum funktioniert die denn? Oh Gott, geht da mal raus und wir brauchen Silos, dann bau bitte einfach 10 Kampfpanzer hier. Ach, verdammt, was macht ihr denn da? Seid ihr irgendwie bescheuert oder so? Mach diese scheiß Tesla platt, los, mach die Tesla-Spule platt. Boah, Gott sei Dank. So, dann könnt ihr hier die Raketenwerfer können auf die Gebäude, genau. Und dann macht ihr, frisst ihr euch hier durch, ja? So. So, Leute. Dann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Wartet mal, Leute. Ich muss meinen Angriff mal kurz abbrechen. Ach nein, das waren die Raketenwerfer. Ach verdammt, ich habe doch meine Gruppe geändert, ich Idiot. Mach die ganzen Manneken hier im Arsch, los. Scheiße, die Raketenwerfer sind nur noch 2 Stück. Na gut.
Und hier drauf da los. Ja gut, kommt. Dann beenden wir das jetzt, ja. So. Flugzeuge helfen da. So. Hallo, ihr sollt hier die kaputt machen, genau, und hier ein bisschen helfen. Der baut sich wieder auf, ne? Seht ihr das? Der hat echt noch die Kohle dafür. Ja, weil er halt seinen Sammler immer durchkommt. Baut natürlich wieder tausende von Manneken, aber... passt schon so. So, dann nehmen wir ihm mal seine Basis auseinander. So. Tja, ich habe auch Russenpanzer, Kollege. Das bringt dir nicht viel. So, dann muss ich gucken, ob dieser Angriff jetzt ausreicht, aber ich glaube doch. Ich glaube doch. Schön drüber gefahren, sehr schön. So, dann hat er jetzt auch... Ach du Scheiße, schaut euch mal diese Silos hier an. So. Bauhof ist weg, sehr gut. Er kann nichts mehr machen. Bäm. Bäm. Ja. Das lief doch relativ geschmeidig, muss ich sagen. Ach, die Russenpanzer sind einfach das Beste. Die Russenpanzer sind einfach das Beste, ey. Bam. So. Einfach schön mit Waffengewalt hier. Nichts mit einnehmen oder so, wie ihr manchmal schreibt. Ich weiß, dass das vielleicht manchmal ein bisschen interessanter wäre. Aber... für mich ist das Einfachste, wirklich mit Waffengewalt hier durchzugehen. Echt. Ist einfach so, macht einfach so Spaß. Und ja, dann machen wir jetzt einen Sammler im Arsch hier. Und bam. Sehr schön. Steht noch ein Hund. Okay. Mach den Flammturm platt und der Panzer hier oben, der fährt bitte über den Hund. Und er hat's verkauft. Okay. Und bam. Und bam, und jetzt fährt der Panzer da noch drüber. Und das sollte es dann gewesen sein. Genau. Einmal mit dem Wassermarsch hier. Die Cutscene haben wir auch schon gesehen. Beim letzten Mal. Okay. Leute, nächste Nachholmission fertig. Das heißt... wie viel sind es? 9%? Ja, weil ich so viel Geld ausgebe. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie es denn hier weitergeht. Hier unten werde ich tatsächlich auch eine von den beiden jetzt noch machen. Missionsauswahl. So, wo sind wir denn hier? Aha, Griechenland Süden, Leute. Infiltrierung des Eisernen Vorhangs, würde ich sagen. Oder haben wir noch eine Bonusgalerie? Nee, aber nicht mehr. Okay, gut. Nein! Was mache ich denn? Vollidiot. So, Infiltrierung des einsamen Vorhangs. Einsamen Vorhangs. Des eisernen Vorhangs. Genau, liebe Leute. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Informationen, die Tanya mitgebracht hat, waren von unschätzbarem Wert. Würden Sie das nicht auch sagen, Stavros? Ja. Unsere Analyse ist fast fertig. Nein, 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 bleiben Sie sitzen. Ich bin spät dran. Es tut mir leid. Meine Uhr ist kaputt. Professor Einstein, es ist mir eine Ehre. General Nikos Stavros. Angenehm. Professor, darf ich Ihnen den Commander vorstellen, der Sie gerettet hat? Commander, das ist Professor Albert Einstein. Ja, ja, sehr aufregend. Diese Aufklärungsbilder wurden in einer G-Zone nahe der Ägäis gemacht. Professor, können Sie vielleicht irgendwelche Details interpretieren? Ja, nach allem, was ich gelesen habe, ist das Stalins Hauptforschungslabor. Die arbeiten an einer neuen Art von Abwehrwaffe. Oh ja, 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 genau das ist sie. Der eiserne Vorhang. Er basiert auf Teslas Theorie von schwingenden Molekülen unter der Einflussnahme einer besonderen...
Was genau tut der eiserne Vorhang? Tun? Naja, nach der Theorie macht er offenbar Gegenstände unverwundbar. Ein Fahrzeug oder Gebäude, das diesem Effekt unterliegt, ist theoretisch nicht mehr zu beschädigen. Unglaublich! Ich wusste ja, dass Teslas Experimente mit solchen... Vielen Dank, Professor. Das ist alles, was wir wissen wollten. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets weiter nach diesem Gerät forschen. Was wissen wir sonst noch über das Forschungslabor Stavros? Nikos, könntest du deine persönlichen Verluste mal für einen Moment vergessen, bitte? Ja, natürlich. Außer zur Forschung und Entwicklung dient diese Basis auch als Anlaufstation für sowjetische U-Boot-Aktionen, deshalb auch die starke Cyborg-Präsenz. Soweit wir das sagen können, wird hier der einzige existierende Prototyp des Eisernen Vorhangs aufbewahrt. Wir wissen allerdings nicht, ob er schon funktioniert. Commander, Ihr Auftrag ist klar. Verschaffen Sie sich Zugang zur Basis und zu den Labors und vernichten Sie alle Unterlagen und Prototypen dieses Eisernen Vorhangs. Ja, liebe Leute, das war Einstein, den wir in der allerersten Mission befreit haben. Verstärkungen sind eingetroffen. Und, ach, dann bin ich jetzt mal gespannt. Aha. Diese Mission ist satt. Okay, Leute, ich hab verstanden. Wartet mal. Ich glaube, hier muss man nämlich ein bisschen taktischer arbeiten. Weil ihr seht, hier unten ist kein Platz zum Bauen. Wir müssen da so ein bisschen die Schiffe einbeziehen, sag ich mal. So. Und bam! Sehr schön. Die Flammentürme sind schon mal weg. Sehr gut. Och nein, das ist jetzt aber uncool. Was da jetzt mit den Schützen ankommt, ist jetzt uncool. Aber der Start ist halt ein bisschen taktisch geprägt. So, Leute, weil wir müssen jetzt nämlich hier... Hier oben müssen wir uns aufbauen, nicht hier unten. Und das habe ich nämlich auch in einem Let's Play gesehen. Da hat sich einer hier unten aufgebaut. Und, naja, das ging nicht so gut. Deswegen lieber hier oben. So. Leute, ich glaube, wir können dann nämlich hier hoch. Und das war's dann eigentlich auch schon. Also, dann können wir uns hier schon aufbauen. Das ist mir jetzt aber gerade ein bisschen zu langsam. Wartet mal. Ja, ja, das ist wir. So. Komm, Bauhof. Fahr schneller. Hallo? Warum das denn nicht? So, jetzt. Ah, weil er hier, okay. Okay, ich verstehe, Leute. Wow. Wow, was zur... Oh nein! Oh, scheiße. Das war einmal mein Mannequin. Aber, ja. Liebe Leute, willkommen in der nächsten Nachmission. Ich weiß noch, die letzte Mission da... Wie war da hat... Oh. Ui, okay. Da ist erstmal Dead End. Die letzte Mission, die war tatsächlich hier oben irgendwo. Beziehungsweise im Norden. Und wir mussten uns dann... U-Boote bauen. So, wartet mal. Ich darf mich da nicht von verarschen lassen, dass hier unten das wenige Erz ist. Das bisschen Erz. Ich muss die Raffinerie tatsächlich hier auf die Seite bauen. So, was macht er da jetzt? Flugzeuge! Was zur Hölle? Flugzeuge! Hey, nix da. Nix da, du Sack. So, dann brauche ich einmal eine Kaserne. Dann noch. Ach du Scheiße, nein! Kein Panzer, bitte! Bauen wir einen Geschützturm. Boah. Puh, Gott sei Dank. So, wartet mal, dann muss ich jetzt gerade mal hier ein bisschen gucken, ob ich. Ob, nee, die Schiffe, die können dann nicht helfen, aber der Turm, der hilft. So. Der Turm, der schafft das. So. Die Flugzeuge gehen mir ganz schön auf den Sack. Muss ich jetzt ganz mal ehrlich mal so sagen. Die Flugzeuge gehen mir ganz schön auf die Nerven. Keine Sorge, ich baue gleich Flachs. Wenn ich sie denn bauen kann. Ja, ich brauche erstmal Bunker, Leute. Erstmal Bunker. Für die gegnerischen Mannequin. Genau dafür.
Seht ihr das? Da kommt er schon mit Mannequin angeschissen. Ha. Seht ihr das? Ach, dieses alliierte Arsenal, ey. So, Waffenfabrik. Boah, ich baue jetzt hier... Bau 5 Bazooka-Infanteristen, ey. Mann. Ja. Der Panzer ist gleich schon down. Bam, ey, Mann. Du nervst. Ich baue jetzt einfach meine 5 Mannequin. Oh Mann, das ist jetzt natürlich kacke. Dass er da jetzt einen Schützen hat, ey. Hör auf! Hör auf mit dem Scheiß! So, ich brauche noch ein Kraftwerk. Ja, es wird schwerer. Ja, bäm! So, reicht jetzt. Reicht jetzt, blöder Russe. So, dann... Och, du Scheiße, was? Ach, du Kacke! Ah Gott, okay. Hab jetzt tatsächlich Bunker weggenommen. Interessant, so. Aber... So, dann brauche ich jetzt eigentlich noch eine zweite Raffinerie. Und eine Werft, tatsächlich. Damit ich da schneller die Kohle einsammeln kann. So, dann brauchen wir bitte die zweite Raffinerie und... Warte mal, den Flammturm, den kann ich doch... Warte mal. Speichere es mal gerade. Mission 6 Alliierte. So. Und die Türme, die kann ich doch mit den Raketentypen platt machen, oder? Die können doch da drauf schießen. Ich bin da lieber ein bisschen vorsichtig. Seht ihr das? Bam! Und schon weg. Sehr gut. Und lauf schneller! Puh. Ja, sehr gut. Schön reinziehen hier. Sehr schön. Alles klar. Und, ja. Liebe Leute, so kämpfen wir uns hier ein bisschen weiter durch. Oh, der Hellmarsch. Einer meiner Lieblings-Soundtracks hier. Ja, bam. Seht ihr das? So schnell gehen die Flammentürme kaputt. Und... Wunderbar. Okay, dann können wir jetzt eigentlich gleich schon in die Basis rein, wenn wir, wird gebaut. Kampfpanzer oder Gummipanzer? Wartet mal. Soll ich lieber Gummipanzer bauen? Ich weiß es nicht. Die Kampfpanzer, die kosten nur 100 mehr, ne? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube tatsächlich... Ne, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass ich da auf Kampfpanzer setze und nicht auf Gummipanzer. Nur in den schwereren Missionen, glaube ich, wo man einfach mehr Einheiten braucht, weil, naja, die Kampfpanzer halten halt mehr aus, ne? Das ist halt, ja. Im Tiberium-Konflikt sah das ein bisschen anders aus, da, was? Ach so, von der Werkstatt, okay. Er hat einfach nur ein bisschen spät Bescheid gesagt. Im Tiberium-Konflikt sah es ja so aus, dass ich tatsächlich auf Gummipanzer gesetzt habe. Bei der Not, das lag einfach auch daran... Oh, scheiße. Das lag einfach auch daran, weil es gab keine besseren Panzer. Das ist halt... hier gibt es ja zum Glück immerhin die Kampfpanzer. Das sind die Standard-GDI-Panzer im Tiberium-Konflikt quasi. So, hör doch mal auf. Das ist doch kindisch, was du da machst, ey. So, liebe Leute. Und einfach weiterbauen jetzt. Und wir haben Flakkreuzer. Hä? Was ist das denn für eine Einheit? Rackkreuzer? Ich dachte, die heißt Kanonenboot. Hä? Naja gut, dann sind es halt Rackkreuzer, mein Gott. Ich weiß auch nicht. Ich kenne die nur als Kanonenboot. Oder Flak. Steht da Rack oder Flak? Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, da die keine Raketen schießen, denke ich mal Flakkreuzer. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für Kreuzer sind. So, dann... wieder da. Och Gott, mein Bildschirm ist wieder aus. Ach, scheiße, Leute.
Hat das wieder geschafft hier, ey. Ich baue jetzt gleich hier oben zwei Bunker hin, ey. Ich baue hier oben mal zwei Bunker hin. Der hat hier anscheinend einiges an Kohle. Ach, was ist mit meinem Bildschirm los? Warum gehst du immer aus? Genau, liebe Leute, machen wir uns mal auf die Suche nach U-Booten. Tatsächlich, weil, ja. Hier auf der Karte ist halt viel Wasser und wo viel Wasser ist, da sind auch viele U-Boote. Und, ja, da müssen wir uns einfach mal ein bisschen durchkämpfen hier. Bauen wir bitte einen dritten Sammler. So. Dann können wir vielleicht, wenn wir Glück haben. Aha, seht ihr das da? Da ist er nämlich schon da. Seht ihr das? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ey, macht das im Arsch da? So, sehr gut. Siehst du, seht ihr das? Da kam er nämlich gerade wieder angekackt hier. So. Ah, ich hätte jetzt gehofft, dass wir mit denen die Basis erreichen. Aber das ist scheinbar nicht der Fall. Schade. Aber mit denen können wir zumindest die... Aha. Bam. Boah, sind die schwach, Leute. Sind die schwach hier. Boah. Hat der Grenadier gerade ein Schiff platt gemacht? Das ist ja wohl nicht wahr. Was? Was macht er denn jetzt hier? Bist du dumm? Alter. Ja, schieß mir ruhig die ganzen Edelsteine weg, du Penner. Ja gut, dann werde ich aber mal hier... Ich brauche noch vier Silos eigentlich, ne? So. Och, ja, lasst euch doch platt machen. Ihr seid doch bescheuert, ey, echt. So, ja, genau, jetzt kommt da an, ne? Genau jetzt kommt da an, jetzt wo ich hier angreife, ey. So. Aber passt schon, Leute, passt schon. So, dann sammelst du bitte wieder die Edelsteine ein hier. Brauche ich noch meine vier Silos? Konstruktion abgeschlossen. Genau. Wird gebaut. Und dann ist die Folge voll. Gut, liebe Leute, würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.